Willkommen zurück zu Manor Lord. Das ist unsere Kirche und es sieht doch schon so ein bisschen, ich will es nicht sagen gruselig aus, aber es erinnert mich so ein bisschen an Blair Witch Project. Diese Art von Filmen, wo dann irgendwo im Wald auf einmal so eine Kirche auftaucht, aus Holz, mit ein bisschen Stein und du denkst dir so, wow. What the heck? Oder so ähnlich. Ja, und hier wird jetzt gerade unser Herrenhaus noch fertig gebaut. Es fehlt, denke ich, nicht mehr viel. Wir schauen nochmal. 8 von 10 Baumstämmen sind da. Die Workforce besteht aus 4 von 2, die wir eigentlich bräuchten. Das sieht also alles in allem ziemlich gut aus. Und ja, in der letzten Folge haben wir angefangen zu handeln. Schön auch, dass hier die Häuser bereits anders sind. Ne? Hier haben wir so eine Art von Schieferplatten oder Holzplatten, die da drauf sind. Ja, Schiefer eher nicht, eher so Holzplatten. Und wir sehen, dass der Schnee langsam schmilzt und das Holz dementsprechend auch nass ist. Und hier haben wir noch Reetdach oben drüber. Also immer unterschiedliche Häuser und schöne Wettereffekte mit dabei. Ja. Und zum Glück haben wir die Nahrungsknappheit überstanden, den Hunger überstanden. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele von unseren Siedlern gestorben sind, aber relativ schnell kamen neue hinzu. Weshalb, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht schlimm ist. Es sind viele gestorben durch den Hunger, aber es ist auf jeden Fall für das Spiel und Gameplay gerade noch zu verkraften. Na, was jetzt noch fehlt, ist in jedem Fall ein Friedhof. Tja, und jetzt in der Phase des Spiels ist das Ganze doch ein bisschen entspannter geworden, möchte ich sagen. Es ist ein bisschen entspannter geworden, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Wir sind ja auch im Februar und da passiert jetzt gerade noch nicht so viel. Wir haben hier fahrende Händler, die vorbeifahren, aber so richtig Geld in die Taschen bringen oder spielen die uns noch nicht. Wir haben noch 21 Tage Zeit, um ja die kommenden Steuern des Königs zu bezahlen. Aber leider Gottes haben wir noch kein Einkommen. Ja, leider Gottes haben wir noch kein Einkommen. Wir bräuchten also hier im Zweifel noch einen weiteren Arbeiter, der anfängt, das Zeug zu verkaufen. Haben wir aber nicht. Ja, und unser Arbeiter ist gerade irgendwo da ganz hinten auf dem Weg zu diesem Punkt hier vorne, wo wir auch nicht weiterkommen. Und das ist letztendlich eine Handelsroute. Tja, und im Grunde genommen hat er jetzt dabei Leder und könnte ein Leder für 6 verkaufen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Leder er dabei hat, aber da er keinen Karren dabei hat, gehe ich davon, dass er nur ein Leder dabei hat. Also ein Stück Leder. Aber er hat ja so eine Kiepe hinten drauf, so einen, ja, Korb, mit dem er was tragen könnte. Mal gucken, ob wir die Kamera überlisten können, wenn wir hier an ihm dranbleiben. Ich wollte gerade sagen, wenn wir an ihm dranbleiben, ob wir dann hier vorne diese Grenze überschreiten können. Funktioniert offensichtlich nicht, wenn wir das Ganze beschleunigen. So, jetzt bin ich gespannt. Das hier könnte die Grenze sein, die große. Hier ist die Welt zu Ende, zumindest unsere. Und vielleicht nimmt uns die Kamera mit. Nein, nimmt sie nicht. Die Kamera lässt es beim Alten. Aber jetzt wollen wir einmal zugucken. Er geht dahin. Wir haben hier oben nichts. So, jetzt hat er irgendwas abgegeben. Und ich habe auch gehört, dass er irgendwas abgegeben hat. Und es hat geklungen wie Geld. Aber wir haben es nicht. Zumindest sehe ich es nicht. Falls ihr wisst, wo wir das denn sehen könnten, wo unser Geld hingekommen ist, ja, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Vor allem, ja, könnt ihr mir auch einen Daumen da lassen. Zwar nach oben, wenn es euch gefällt. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und natürlich ein Abo, falls ihr noch keins haben solltet. Ja, an der Stelle die kleine Werbung mal wieder. Kommt zu mir auf den Kanal, kommt auch auf den Discord. Da können wir gerne mal eine Runde schnacken. Ja, gibt da verschiedene Kanäle und mittlerweile sind da auch der ein oder andere tatsächlich mit dabei. So, dann gucken wir mal hier rein. Also hier ist noch nicht so viel passiert in letzter Zeit.
Na, also weder in der Eisengießerei noch in der Bloomery ist auch noch nichts dahin transportiert worden. Könnte daran liegen, dass wir derzeit einfach auch nicht so viele Leute haben, die jetzt irgendwas transportieren könnten. Na, weil hier haben wir nur noch einen, der arbeitet. Genau. Ne, Steine können wir noch nicht abbauen, haben noch keine Bewandtnis. Ja, und hier vorne haben wir noch drei. Ne, zwei, die Feuerholz machen. Was auch wichtig ist. Ich lasse das mal wieder ein bisschen schneller laufen, dass wir möglichst weit kommen und möglichst viel sehen. Ja, vielleicht müssen wir jetzt auch wieder drüber nachdenken, noch ein, zwei Häuser dazu zu bauen. Wäre eine weitere Option. Könnte aber dazu führen, dass wir ja natürlich immer wieder dahin kommen und sagen, Grand Malheur, wir haben einfach zu wenig Nahrung für alle. Ja, diese Straße hier, die ist auch richtig breit geworden, ne? Eine richtige Matschpiste. Aber schön, wie es sich hier spiegelt und wie es glänzt und glitzert in den Pfützen. Schon sehr ordentlich. So, mit etwas Glück ist da oben gleich fertig. Also, es fehlt noch ein Baumstamm. Da kommt der letzte Baumstamm. Und meine Hoffnung ist ja, dass wenn das Herrenhaus jetzt gleich fertig ist. Ich drücke hier mal auf den Knopf, dass es weggeht. Wenn das Herrenhaus gleich fertig ist. So ist meine Hoffnung, dass wir dann in der Lage sind, diesen Tax Collector, die Zollbude, hätte ich fast gesagt, den Steuereintreiber, den auch bauen zu können. Jetzt kommen hier wieder der ein oder andere als Workforce und baut unser Haus fertig. Oh, da waren wir wohl irgendwo erhöht. Ja, so sieht das doch ganz... Ja, okay, also. Mehr Schulden beim König. Fünf Tage haben wir noch. Wobei hier schon steht, dass wir unser persönliches Vermögen ist bei minus 10. Ja, also 10 Taler Schulden haben wir. Und das können wir tatsächlich nur... Ah, halt, stopp. So, wir haben jetzt was freigeschaltet. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir haben jetzt was freigeschaltet. Schauen wir nochmal rein, vielleicht steht das da auch. Construction finished, Manor House in Lohendorf. Wir haben jetzt was freigeschaltet. Legacy gibt's nicht. Gucken wir mal auf die Map ganz kurz in die richtige Richtung. Vielleicht können wir da noch irgendwas machen. Grain würde auf jeden Fall was bringen. Ich möchte gern Leder handeln. Export. Vielleicht muss man das auch so machen, tatsächlich. Export 40. Preferred Destination, egal. Na, das ist unser Handelshof. Und jetzt könnten wir theoretisch sagen, ja, okay, wir wollen das irgendwo hin exportieren. Vielleicht hier nach Leyfeld. Oder Reichenfurt. Von mir ist auch nach Reichenfurt. Das könnten wir machen. Aber auch eher nicht, weil es funktioniert einfach nicht. Ja, ist leider noch so. Ne? Ist leider noch so, funktioniert halt einfach noch nicht. Tja, und irgendwo haben wir jetzt was freigeschaltet, was wir aber noch nicht nutzen können, glaube ich. Das wäre dann hier bestimmt in dem Bereich. Und irgendwo hatten wir noch so einen Forschungsbaum, meine ich. Ich aber gerade nicht mehr ganz genau weiß, wo er ist. Wir gucken jetzt trotzdem mal hier hinten rein und schauen mal. Aha, der Tax Collector ist freigeschaltet. Er ist endlich freigeschaltet. Und die Frage ist, bauen wir den hier vorne hin? Da, wo theoretisch das Volk auch
arbeiten möchte, also besteuert wird und wo der Mensch arbeiten würde. Ja, mal gucken. In jedem Fall können wir jetzt mal gucken, dass es weitergeht, weil wir brauchen jetzt mehr Bäume. Wir brauchen jetzt wieder Bäume. Und wir sind im März angekommen. Wir sind im März angekommen. Das wiederum würde bedeuten, dass wir kein Feuerholz mehr bräuchten. Dann können wir nämlich hier einen von den Woodcuttern entfernen. Und jetzt gucken wir mal, wo der hingegangen ist. Ich bräuchte nämlich eigentlich hier hinten bei unserer Farm jetzt wieder Arbeiter. Da haben wir 8 Tiere. Da haben wir auch nur noch 8 Tiere, also sind wir schon wieder gut am Jagen in dem Moment. Dann lassen wir die hier mal wieder ein bisschen sich erholen. Na, und bei ihm sagen wir jetzt auch mal, das geht hier erst ab 12 wieder los. So, heißt, du kannst jetzt auch weg und machst erstmal was anderes. Da würde ich sagen... Ja, komm, lass mal bei 2. Granary, das ist soweit in Ordnung. Das könnten wir upgraden. Das wäre gar nicht schlecht. Bräuchten wir 3 Baumstämme für. Hätten wir sogar. Und es würde einen weiteren Karren zur Verfügung stellen. Das hier können wir nicht upgraden. Achso, hier drüben wird gerade noch gebaut. Ja, die Gießerei wird fertiggestellt. Na, und wichtig ist jetzt aber hier hinten unser Bauernhof. Let's get to work. Let's get ready to rumble. Genau. Let's get to work. So, das ist wichtig. Hier wird Weizen ausgesät und ausgebracht. Dann haben wir hier an der Stelle Malz und hier haben wir Flachs. Tja, sollen sie mal machen. Ne, sobald das ausgesät ist, beziehungsweise gepflügt wurde, kann ja dann gesät werden. Das hört sich doch ganz gut an. Und hier vorne bei unserer Mühle und dem anderen sieht es eigentlich auch ganz gut aus. 35 Brot haben wir hier rumliegen. Hier haben wir ein bisschen von dem Mehl noch rumliegen und wir brauchen hier theoretisch mehr davon. Das, was ich jetzt brauche, ist aber als nächstes... Na klar, wäre schön, wenn wir noch einen weiteren Wagen hier hätten. Das, was ich als nächstes brauche, ist aber folgendes, nämlich dieser Steuereintreiber. So, dann lassen wir doch mal... Oh, Moment. Quest Complete Royal Taxes. Ah ja, da sehen wir es. King's Favor. Also, war wohl eher nicht so gut. Every year, the most influential lord or lady is being awarded with the king's favor, can be spent to claim new territories, more options to come later. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, ist es aber nicht. Dementsprechend haben wir dem König ja keinen Gefallen getan, indem wir die Steuern quasi pünktlich bezahlt haben. Aber wir haben trotzdem 10 Minus und die nächsten 5 Silbertaler Steuern kommen natürlich auch. Tja, ist leider so. Und ich werde jetzt als nächstes, da haben wir 3 Bäume, werde ich jetzt als nächstes endlich diesen Textkollektor bauen. Und da gucken wir mal, wo wir den jetzt hinsetzen. Den Steuereintreiber. Ich könnte mir vorstellen, dass der nur hier oben rein darf. Ah, braucht 4. Not enough resources. Das könnte jetzt das Problem sein. Ach, guck mal, hier, da. Kann man hier auch draufsetzen, sozusagen? Aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Also, es fehlt noch ein Baumstamm. Ich dachte, wir kommen mit 3 weiter. So, und wir haben eine neue Familie im Manor House. Wow. Wir haben 4 unassigned families, unzugewiesene Familien. Klar, weil hier im Manor House 5 Familien unterkommen. Na, das ist doch schon mal mega, mega gut. Also 5 Familien kommen da unter. Das wiederum würde bedeuten, dass wir hier jetzt nochmal einen zuweisen können. Ich glaube, oder 2, das ist nämlich mega wichtig, dass die hier anfangen, das ganze Zeug von A nach B zu tragen. In unserem
Storehouse könnten wir im Zweifel auch noch einen hinzufügen. Und schon haben wir nur noch einen, der übrig ist und nichts zu tun hat. Wie sieht es denn mit dem Leder eigentlich aus hier im Storehouse? 80 Leder, 53 Pelze. Ja, ist er fleißig dabei. Ne? Aber auch hier sind wir natürlich in der Bloomery. Und müssen jetzt also gucken, dass wir hier anfangen, aus Eisenerz Eisenbarren zu machen, sodass dann die Schmiede irgendwann anfangen kann, hier auch Werkzeuge zu produzieren. Also, super Geschichte. So, jetzt haben wir 4 Baumstämme. Und jetzt können wir endlich den Textcollector bauen. Ich bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass er nur da oben rein darf. In den umzäunten Bereich. Ja, wer hätte es gedacht? Da darf er nur rein. Ich möchte aber nicht, dass er hier von draußen oder dass er auf der Mauer sitzt. Das wäre Quatsch. So, ich möchte, dass er... Oder kann ich den auch hier mit ranbringen? Nee, das geht dann nicht. Wo ist denn hier vorne und hinten bei dem Ding? Also, gucken wir mal. Das sieht aus... Da ist ein Eingang. Da ist kein Eingang. Dann machen wir das doch mal wie folgt. Den Steuertypen setzen wir mal hier mit hin. Nee, nicht da drauf, sondern da so. Let's go, people! Und das Ding sollte uns dann Kohle bringen. Das Ding sollte uns Kohle bringen. Ich hoffe es zumindest. Da ja der andere Handel, na, er läuft hier mit dem Leder da hinten hin, gibt es irgendwo ab, aber ja, irgendwie kommt kein Geld bei uns an. Der scheint noch nicht so richtig zu funktionieren. Ja, Nahrung ist immer noch eng. Beißt die Maus keinen Faden ab, Nahrung ist immer noch eng. Aber wir haben jetzt mittlerweile Nahrung für einen Monat plus. Brot scheint also zu laufen. 20 Families in Town, 53 Bewohner insgesamt, 35 Männer, 18 Frauen. Und dann sieht das doch eigentlich ganz gut aus bislang. Also, ich wiederhole mich, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben auch den Maibaum stehen. Es sollte also auch in Ordnung gehen. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken. Woodcutter lassen wir jetzt einfach mal durchlaufen mit einer Familie, sodass die dann auch genügend Holz für den Winter produzieren. Feuerholz. Ja, und hier müssen wir dann halt irgendwann mal gucken. Ne? Also ich sehe noch nicht, dass hier wirklich Handel betrieben wird. Also abgesehen davon, dass er mit unserem Leder und Korn irgendwo hinläuft, passiert aber nichts. Aber es sind hier die Traveling Traders. Null. Vielleicht müssen wir das mal auf Null setzen und dann kommt hier vielleicht einer von diesen fahrenden Händlern vorbei und hält an. Schauen wir mal. Schauen wir aber erst in der nächsten Folge, denn leider Gottes sind 20 Minuten schon wieder vorbei. Es geht einfach wahnsinnig schnell. Wenn es euch gefallen hat, denkt einen Daumen nach oben. Natürlich ein Abo, falls ihr keins habt. Guckt bei mir auf dem Discord vorbei. Schaut auch gerne in Livestreams rein, wenn wir wieder im Microsoft Flight Simulator oder vielleicht auch mal im Landwirtschaftssimulator sind. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.